Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World, das Spiel, The Game. Ja, es kam jetzt echt sehr lange, das muss ich mich entschuldigen. Keine Folge, es lag einfach daran, ich hatte einfach so verdammt viel Spaß mit Ark und ich habe gerade meinen Mauszeiger weggeschoben. Ich habe gerade gesehen, aber noch ein Bild. Auf jeden Fall hatte ich so verdammt viel Spaß mit Ark und hatte an sich sau wenig Zeit für das Ganze. Und es gibt noch einen anderen Grund, nämlich es gibt jetzt ein Turnier. Also anscheinend machen sie jetzt Turniere. Haben mit dem Mosasaurus-Turnier begonnen und haben sich gedacht, ja, damit haben wir viele Spieler dazu gebracht, dieses Spiel, Jurassic World, aktiver zu spielen. Also so war es bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich habe somit Jurassic World viel aktiver gespielt, weil ich spiele es, wenn ich ehrlich bin, jeden zweiten Tag vielleicht. Und das wird jetzt auch mein Fehler sein, weil ich war eigentlich Herrscherliga und jetzt bin ich sogar nur noch Silberliga. Ich muss jetzt ziemlich viel suchten, damit ich wieder in die Herrscherliga komme. Das ist echt so gewesen. Ich habe bisher immer nur jeden zweiten Tag gespielt, jetzt sogar zwei Tage nicht. Und das Problem war dann immer, dass ich dann von der Goldliga wieder in die Herrscherliga musste. Und jetzt muss ich einfach wieder ein bisschen suchten. Gut, Mission habe ich abgeschlossen. Jetzt ist die andere Mission. Sammle, ist so klein geschrieben. 2 Millionen Münzen von Fleischfressern mit Stufe 31 oder höher. Und irgendwie 30%. Das sind meine meisten Fleischfresser hier. Das heißt, ich sammle jetzt einfach mal kurz von allen Fleischfressern Coins. Was ich ein bisschen ansprechen will, ist einmal, dass zum Beispiel sehr, sehr viele geschrieben haben, wann wieder Jurassic World kommt. Na klar, also, wie gesagt, ich habe den Grund gerade genannt. Tut mir auch auf jeden Fall leid. Und was jetzt auch noch vielleicht auffällt, ich nehme mit einem anderen Programm jetzt mal auf. Damit müsste die Qualität besser sein vom Spiel. Ich kann nicht garantieren, dass es deswegen jetzt durchgehend 60 FPS sind. Ich habe nämlich so die Erfahrung mit diesem Programm, dass es halt dafür manchmal ein wenig ruckliger aussieht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht der Fall ist. Gut, ich werde versuchen, viele Teams von euch zu spielen. Das Praktische jetzt mit dem Programm kann ich auch an meinem Rechner hier. Nebenbei zum Beispiel, ihr seht jetzt hier dafür meine Maus. Ui, juhu. Kann ich nebenbei hier den Internet Explorer öffnen und ihr seht das jetzt nicht. Das ist nice und kann hier nebenbei zocken. Also, ich habe das davor nämlich immer über mein Smartphone gemacht. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr geil, weil somit kann ich dann einfach hier nebenbei über den Internet Explorer nachschauen, was für Teams mir angeboten wurden. Und muss nicht immer dafür über ein Smartphone das machen. Also jetzt alles ein bisschen praktischer. Gut, ja, es gibt ziemlich viel Viecher zu holen, aber was viel wichtiger ist, Mosasaurus Level 40 ist heute angesagt. Seid ihr bereit? Mosasaurus-Fütterung. Und da kommt er. Ja, das ist einfach. Mosasaurus, der ist episch. Der ist einfach episch. Dagegen kann man nichts sagen. Also, ganz ehrlich, der ist nice. Man hört wahrscheinlich jetzt im Hintergrund dafür meine Maus. Aber ich würde sagen, wir füttern ihn jetzt einfach mal. Und nebenbei suche ich hier ein paar Teams. Ich habe sogar schon mein erstes Team gleich gefunden. So. Wo erstmal hier. Mosasaurus entwickeln. Stufe 20 kennen wir ja schon. Also die zweite Evolution. So. Also das mit den Events. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich habe eigentlich nichts dagegen. Weil das Event, das bringt halt einfach die Leute dazu, dass man mehr dieses Spiel spielt. Weil ich muss echt sagen, ich habe es halt dann dafür nicht so viel gesuchtet in der letzten Zeit. Das muss ich echt zugeben. Aber jetzt durch dieses Event bin ich aktiver am Spielen. Also, ich finde es gut. Dann vielleicht was ein paar interessieren. Es ist ein Primarchan Extinction Update rausgekommen. Deswegen wird wahrscheinlich nach Jurassic World, also nach dieser Folge, ein Primarchan Video rauskommen. Zum Update kann ich bloß sagen, halt neue Skins. Endlich nach 3,5 Monaten kam ein Update. Und natürlich auch Skins zum neuen Acraocanthosaurus. Es wurde ziemlich viel ein bisschen gefixt, gepatcht. Naja. Gut. Level 31. Also, ich finde den Skin, also an sich das Aussehen des Mosasaurus in dem Spiel so geil. Also ohne Scheiß jetzt. Jedes andere Viech hat irgendwie, okay, er hat jetzt auch ein bisschen so Stacheln, aber jedes Viech hat einfach Stacheln irgendwo, mehr Hörner oder ein Segel. Und jetzt, Leute, ich will jetzt hier nicht meine ganze DNA dafür ausgeben. Aber nee, der Mosasaurus, der hat einfach ein geiles Design. Ja, genau.
Ja, das wollte ich halt einfach sagen und das ist doch jetzt Verarsche. Tut mir leid, das ist Verarsche. Jo, endlich. Gut. Hier, Level Final. Okay, es sieht echt geil aus. Mit diesen zwei gereihten, zwei Zahnreihen da, das sieht echt geil aus. Dann füttern wir ihn mal. Ist der Bug noch? Ist der Bug noch? Ich glaube schon. Ja, ja, das war jetzt... Oder ich kann es nicht genau sagen. Man hat jetzt nicht den ganzen Körper gesehen, aber... Ich muss nochmal schauen. Weil eigentlich ist der Bug so nämlich, dass der Mosasaurus nicht so seinen letzten Level-Skin hat. Aber das hat er jetzt schon. Das habe ich gesehen. Den Bug haben sie gefixt. Da war halt immer die Stufe von Stufe 30 der Skin jetzt. Bei der End-Evolution eigentlich beim Fressen. Und jetzt nicht. Also jetzt sieht man ja da hinten so sein Segel. Gut, dann würde ich sagen... Haben wir einen Level 40er Mosasaurus? Da kommt er schon raus. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Von den Sets her besser ist der T-Rex in Sachen Leben. Sogar wesentlich. Aber dafür ein bisschen weniger Angriff. Also, ja, da wird wahrscheinlich ein Wasserpark kommen. Und der Mosasaurus gehört zu einem der besten, schätze ich mal. Ich hoffe es. Ja, gut, okay, es gibt wieder Hybriden. Aber da gibt es mit Sicherheit irgendeinen Mosasaurus-Hybriden. Ich hoffe es. Gut, ja, dann werde ich gleich mal die Teams spielen. Aber erst einmal, bevor ich das Turnier mache, das hier nämlich machen. Ein Fleischwasser sehr selten einsetzen. Scheiße, da muss ich mir ein anderes Team suchen. Ich hatte jetzt hier gerade so ein gutes Team. Ach, wisst ihr was, das Turnier... Obwohl, ich weiß nicht, doch, das Turnier ist schon wichtig. Ich habe jetzt hier gar kein Team. Ich habe nämlich gesagt, ihr könnt wieder gute nämlich schicken. Das ist echt behindert jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer, also... Hey, der Kano... Ach, ich muss drei setzen, dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, der Kanoraptor schafft das doch alleine. Dann, da hier ist ein Team, das heißt Parasaurolophus, Ophiacodon, Monolophosaurus. Doof ist jetzt, ich kann Parasaurolophus nicht einsetzen, das heißt, ich werde jetzt nur Monolophosaurus und Ophiacodon einsetzen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, Ophiacodon hat wesentlich mehr Angriff. Also jetzt nicht wesentlich mehr, aber ich meine halt wesentlich mehr Angriff als andere Viecher. Dafür wenig Leben, das ist nämlich so gedacht bei dem Leben. Und zum grünen Abschluss. Carnotaurus. Ich muss sicher gehen, das wird schwer. Das wird echt schwer. Fuck. Das wird echt schwer. Safe auf jeden Fall. Okay. Verdammt. Also er könnte mich definitiv töten. Ich weiß nicht, ob er es macht. Weil er denkt wahrscheinlich, dass ich alle Punkte... Ja genau, Verteidigung gehabt hätte. Jetzt hat er 4 Punkte. In meisten... Ja, in meisten Fällen haben sie jetzt eine Verteidigung. Jetzt hat er 6 Punkte. Ich schätze mal, er hat 2 auf Verteidigung. Das heißt, ich werde jetzt auch angreifen. Was? 3? Seit wann das? Hä? Da haben sie hier was anderes jetzt programmiert, auf jeden Fall, weil sonst war es immer so, dass die... Ach, scheiße. Ja, 2 Punkte noch übrig. Meistens versucht, alle zu safen und den Rest halt in auf Verteidigung setzen. Verdammt. Ja, ich muss alle safen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Nachteil. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich weiß nicht. Wir haben einen riesigen Nachteil. Einen riesigen Nachteil. Weil jetzt kann... Okay, okay. Er nutzt seinen Vorteil aber gar nicht. Er hätte nämlich jetzt immer sozusagen den Punktevorteil gehabt. Aber den haben wir jetzt wieder. 6 Punkte. Ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht hat er jetzt wieder nur 2 verteilt. Also, vielleicht hat er jetzt wirklich mal 2 Verteidigungen. Jo, jetzt hat er es gemacht. Jetzt hat er dafür als Dilophosaurus 8 Punkte. Aber der Dilophosaurus ist nicht der stärkste Bronzene, also sehr seltene. Und außerdem würde er denken, genau, dass ich 3 Punkte Verteidigung habe. Gut, dann hat er jetzt noch 3 Punkte übrig. Und wir können ihn locker machen. Das ist doch mal ein schöner Kampf gewesen. Mit Schwächeren die Stärkeren besiegt. Finde ich immer nice. Ja, ja, genau, was ich jetzt vielleicht auch noch sagen könnte, zum Beispiel haben ein paar, hat ja so, zum Beispiel jemand geschrieben,
hier zum Beispiel, ja, mach mehr Videos und so. Das verstehe ich vollkommen. Aber ich meine, klar, ich habe jetzt lange keine Videos gemacht, da muss nicht gleich einer schreiben, mach mehr Videos, du Loser oder so. Also, come on, Leute. Also, so krass aggressiv müsst ihr jetzt auch nicht drauf sein, dass ihr sowas gleich schreibt. Oh, Mann, Mann. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir, sind wir auf jeden Fall bei den silbernen Sauriern, also bei den extrem seltenen. Ich schau gerade, ob... Na, scheiße. Alles kacke. Verdammt, ist kein Team dabei. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, für was ist der Mosasaurus gut? Ich habe schon mal gesagt, man kann mit ihm nicht noch nicht kämpfen. Also, es gibt wahrscheinlich bald einen Aquapark. Ich kann den jetzt nicht dazu, also mit den normalen Dinosauriern einsetzen. Außerdem ist Mosasaurus kein Dinosaurier, er ist ein Meeresreptil, glaube ich. Weiß es gerade nicht. Doch, Meeresreptil, ziemlich sicher. Das ist kacke. Ich versuche gerade irgendein Team zu finden, was mindestens zwei Silberne hat. Es sind alles legendäre Leute. Oh. Ja, da muss ich halt einfach selbst eins auswählen. Oh, verdammt. Ja, ich muss eh die Besten einsetzen. Ich probiere mal das. Ich will es mir spannend machen. Safen. Er könnte uns töten. Macht er aber nicht. Er will wahrscheinlich alle zwei safen. Oh ne, er hat sogar eine Verteidigung. Auf Verteidigung gesetzt. Dann war das auch ziemlich gut von mir. Was ich jetzt gesaved habe. Okay, okay. Drei Punkte. Gottverdammt. Ach scheiße. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll. Weil ich hasse es, wenn die Gegner gar keinen Punkt setzen. Da kann man sich nicht irgendwie... Man kann die dann nicht irgendwie spekulieren, was die machen. Okay, er setzt alle Punkte. Ich glaube, dann haben wir eigentlich jetzt schon den Kampf gewonnen, weil wir jetzt den krassen Punktevorteil haben. Weil er hat jetzt ja gar keine Punkte mehr. Mit wie vielen Punkten könnte er mich töten? Ich glaube, er wird nicht alle vier Punkte setzen. Deswegen werde ich jetzt vier auch safen. Ich habe erst überlegt, sollte ich zwei Verteidigung setzen, dafür halt drei safen. Aber nee, ich meine jetzt, dass er nicht mich voll angreifen wird. Was er auch nicht macht. Dann war das ja ein Fehler schon mal. Ihn töten tun ja drei Punkte. Sagen wir mal, er hat zwei auf Verteidigung. Einfach mal so jetzt schätzen. Okay, er hat sogar nur einen Punkt auf Verteidigung. Ist doch Stroll. Okay. Dann hat er jetzt dafür drei Punkte gesaved. Und sieben Punkte. Also, mit dem Velociraptor wird er uns töten. Er wird fünf Punkte. Hä, was? Ah, ne. Hätte er sechs Punkte gesetzt. Dann hätte er aber nur einen übrig. Okay, ich probier's. Jawohl, gewonnen. Nice, Spino, nice. Double Kill. Schön. Jetzt kommt die Gold-Arena, gell? Ja, da kann ich ein gutes Team einsetzen. Von einem sehr, sehr fleißigen und netten Abonnenten, nämlich dem Rough Gamer. Ja. So, Rough Gamer. Ich hoffe, ich kann jetzt dein Team... Ach, scheiße. Ah, du hast nämlich vorgeschlagen, dass ich diese Kumimus-Reihe abratte. Und zwar bei Level 20 Beginn, Level 30... Ja, hey. Das hier nämlich. Aber ich meine, die sind zu stark. Ich probiere es trotzdem. YOLO. Ich glaube, es wird nichts, aber ich probiere es. Man kann es ja mal probieren. Weil ich bin Two-Hit. Ich weiß. Aber man kann es mal probieren. Solange gucke ich mal ein Team, was nur Legendäre hat. Oh, cool. Ein Spinosauriden-Team. Das werde ich natürlich zeigen, weil... Dieser liebe Herr hat nämlich keinen Rechtschreibfehler im Kommentar. Das finde ich schön. Gut. Ich habe jetzt nicht so gut gerade aufgepasst. Aber ich schätze mal, er hat jetzt auch 8 Punkte wie ich. Ich schätze einfach mal. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ah, 7. Knapp dran. Okay. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, sage ich euch. Er wird jetzt immer wieder 4 safen, 3 Verteidigung setzen. Genau, das mache ich jetzt aber auch mal. Irgendwann lässt der Computer nach. Irgendwann hat er keinen Bock mehr.
Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt hat er nämlich noch 2 Punkte übrig. Jetzt kann ich ihn killen mit dem nächsten. Aber er hat halt den Vorteil, dass er mich zuerst gekillt hat. Oh Gott, wie viele Punkte muss ich überhaupt setzen, dass ich ihn down bekomme? Jo, als ob. Ja, das wird nichts. Niemals. Ich muss 4 Punkte für einen Rex setzen. Das ist viel zu viel. Das ist nicht so nice. Ja, das war klar, das war klar. Er hat keine Punkte mehr. Ich probier's. Zwei Verteidigung, damit er mich nicht töten kann. Wisst ihr was, Leute? YOLO! Ja! Ich hab gewonnen! Okay, Rough Gamer, dein Team ist geil. Ohne Scheiß, ich hab... Oh Gottes Willen, das war so spannend. Also, wenn es jetzt kein Like gibt, dann gibt's ja aber Pinkschellen. Spaß. Und ein paar Saurolophus. Oh Gott, war die... Oh, das war jetzt richtig spannend. Oh mein Gott. Gleich mal hier schnell den Slot freimachen. Oh mein Gott. Und das nächste Team, das nehme ich jetzt im Turnier. Aber oh mein Gott. Dat... Oh, dat Team. Dat Team einfach... Ohne Scheiß jetzt. Hier ein paar Saurolophus ausbrüten. Also, das war mal nice jetzt. Gut, das nächste Team ist ein Spinosauridea-Team. Ich sag immer Spinosauriden. Ich glaube, das ist sogar auch richtig. Auf jeden Fall, der Irritator ist natürlich auch ein bekannter Vertreter dieser Spinosauriden. Irritator war hier. Dann den Spinosaurus. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal alle, dass die so ungefähr gleich stark sind. Dann Spinosaurus Level 40 und Sukumimus Level... Nein. Ich bin so behindert. Ich habe ja gar keinen Spinosaurus Level 30. Dann nehmen wir das so. Dann sind die zwei hinten ungefähr gleich stark. Und der Irritator ist halt ein bisschen schwach, aber ist ja egal. Ja. Das Doofe ist halt immer bei dem scheiß Turnier. Sorry, ich sage jetzt einfach scheiß, weil es echt manchmal ankotzt. Dass man, wenn man so weit hinterfliegt, es einfach so langweilig ist, weil die ersten Kämpfe hier, die ziehen sich immer, also ein Kampf dauert locker fast 5 Minuten. Und du kriegst für einen Kampf halt gerade mal 22 Punkte oder sogar 30 mittlerweile, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es dann halt, es zieht sich halt dann anfangs immer so. Und die letzten Kämpfe dann sind halt so hart und die ziehen sich erst recht. Das ist, also... Ich weiß halt echt nicht, also man muss so viel Zeit investieren und ich habe halt nicht immer die Zeit dafür. Deswegen sage ich halt, machen wir jetzt hier noch 2 Kämpfe, also danach noch einen. Und dann reicht es schon. Ja, ach, Rex. Ach, Rex. Ja, gibt er mir einfach eine Schelle. Ich muss safen, ich habe nicht genügend Punkte. Ja, ja, das war klar. Jo, also töten tun ihn 3. Okay, passt. Passt. Dann ist er weg. Oh, Kanoraptor Level 20. Das ist krass. Halt, der ist ja so gut wie ein T-Rex. Nee, so gut wie der davor. Ach man, ich hab's gerade mit dem Spinoraptor verwechselt. Ja, ich bin tot. Autsch. Autsch. Sukumimus. Oh Mann, Mann. Du hast davor schon richtig gut gekämpft, Sukumimus. Dafür darfst du jetzt noch einmal auf dem Podest stehen des Siegers. Und hast ihn getötet. Sehr schön. Schön gemacht. Also, das war doch mal wieder ein schöner Kampf hier. Ja, man kriegt halt wirklich nicht so viele Punkte und man geht gerade mal 3 Plätze hoch. 3! Ah. Ja, da muss ich echt viel zocken. Mm.
Ich suche gerade ein Team. Ja, ich bin gerade echt ruhig, sorry. Da, von Agent Chicken. Ostafrikasaurus, Pteranodon und Sarcosuchus. Damit es spannend bleibt, nehme ich Level 30 Ostafrikasaurus. Level 30 Pteranodon. Habe ich überhaupt ein Level 30 Pteranodon? Was? Ich habe kein Level 30 Pteranodon? Doch. Der ist so weit vorne. Der ist auch richtig stark. Und ein Level 30 Sarcosuchus. Der müsste auch hier vorne. Stimmt, Sarcosuchus war der Saurier. Stimmt, der. Ach, Saurier, sag ich schon. Die haben viel. Wo ich noch zwei Level 20er oder irgendwie nur ein Level 20er bisher. Stimmt. Da muss ich. Von denen muss ich mir noch ein paar holen, das stimmt. Da muss gezockt werden hier. Zum Glück sind wir ja im Event, da kann man ja schön Pakete farmen. Das Team ist. Scheint mir ziemlich möglich. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich hätte gemeint, dass er jetzt wechselt. Ich save einmal und werde dann zu Sarcosuchus wechseln, damit ich den Klassenvorteil gegen ihn habe. Und gegen Sarcosuchus hat er keinen Flugsaurus. Ach so, stimmt. Wir haben gegen jedes Vieh von dem einen Vorteil. Also ein Dino, ein Reptil, ein Amphibie, was effektiv gegen den ist. Aber er hat gegen unseren Sarcosuchus dafür gar keins, aber gegen die anderen zwei. Aber er wechselt. Okay, das ist gut, wenn er zu ihm wechselt. Wie viele Punkte ist er? Ein. Das heißt, er müsste 3 auf Verteidigung haben, ziemlich sicher. Das heißt, ich wechsle mal kurz. Weil ich will ihn jetzt sicher töten. Ach ja, genau. Sorry, ich habe die Dinge noch nicht gezeigt. Die Hybriden, ich weiß. Die kommen auch noch. Die kommen noch. Ich wollte es einfach mal Mosasaurus heute bloß zeigen und halt. Neues Turnier. Oh, Sukumimus. Und ja, genau, nochmal. Da gab es einen Kommentar geschrieben, wieso ich keine Thumbnails mache. Ich habe es ja schon mal gesagt. Liegt halt einfach daran, ganz klar, ich könnte irgendwie ein Bild aus dem Spiel nehmen, ein bisschen irgendwo ranzoomen und eine Zahl hinklatschen. Aber ja, ich habe es schon mal gemacht. Ich finde, das ist bei Jurassic World billig einfach. Also nicht billig, ich mache die halt nicht so gut, die Thumbnails, das gebe ich zu. Bei anderen YouTubern sehen die richtig geil aus, aber bei mir halt nicht so wirklich. Das gebe ich ganz, ganz ehrlich zu, dass die bei mir nicht so schön dann aussehen. Und da lohnt sich dann halt nicht wirklich für mich, dass ich ja, Thumbnails mache, weil ich meine, die sehen nicht so gut aus. Damit nehme ich lieber Bilder einfach aus dem Spiel. Ich weiß, das sieht auch billig aus, aber ja, ich bin ganz ehrlich auch, ich bin einfach dazu ein bisschen zu faul. Ich meine, Ark und Minecraft-Bilder oder Bramikanisch machen mir echt Spaß, aber ich meine, in Jurassic World, das ist echt schwer, ein Bild zu machen. Ich nehme da einfach irgendein Bild aus dem Spiel und zoome manchmal vielleicht noch sogar dran ran, aber sonst im Durchschnitt mache ich eigentlich keine Bilder. Meiner Meinung nach unnötig. Ja. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge jetzt gefallen. Wir haben den Mosasaurus auf Level 40 gebracht und ein paar Teams habe ich jetzt gespielt. Habt ihr gerade den Ton gehört? Habt ihr gerade den Ton gehört? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Hä? Also, PC, du bist schon noch gut, oder? Oh Gott, ich habe mich gerade übelst erschrocken. Oh ja, und es ist gerade asynchron. Asynchron. Ich glaube, es ist gerade asynchron. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt das mit einem Like und wir sehen uns in der nächsten Folge Jurassic World oder dann auch in der kommenden Brian Melkanisch-Folge. Ich hoffe, ihr seid da. Bis dann und das war ich damals. Tschüss.